So, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Wüstenabenteuer durch die Rubalcali. Ja, es wird spannend und ihr werdet gleich sehen, wie das weiterging und ob wir da durchgekommen sind. Also, viel Spaß beim Schauen und bis gleich. Eine weitere Nacht in der Wüste waren wir jetzt dabei. So, wir sind wieder unterwegs. Haben eine geile Tour, gefällt mir sehr. Durch die Wüste da, und eben sie sind am Gas suchen da, überall sind Fahrzeuge, haben wir auch gehört, hier in der Gegend, leider. So, ich bin da ein bisschen zu viel abseits gefahren, jetzt ist jemand stecken geblieben, ich bin durchgekommen und jetzt ziehen wir ihn schnell raus. Wir haben natürlich nicht den optimalen Reifendruck, weil wir ja immer wieder, auch auf steinigen Pisten unterwegs sind. Also Ausziehaktion gleich am Morgen. So, der zieht ihn jetzt bis nach Salala oder so, wer weiß. Ah, der Schotte haben wir schon mal gesehen. Und da drüben noch einer. Einer rechts, einer links, aber hier gibt Mittelverkehr Vortritt. He? Da rechts Spuren und auch links von Raupenfahrzeugen, die suchen da eben Gas und fahren überall umher. He? Was man auch immer wieder sieht, diese Hunde sehr klein, da die roten. Da kommt wieder eins, sieht man auch immer wieder, aber keine Ahnung, was das ist. Imker in der Wüste, also ich gehe davon aus, sie sehen aus wie Marsmenschen. Wunderschön. So, wir sind ein bisschen näher ran, aber offenbar sind das aggressive Bienen. Darum sind die alle geschützt und extrem viele Stämme gibt es hier. So, er macht 1000 Liter Honig und das sei ein sehr guter Honig, weil er eben nur von der Wüste ist. So, ich bin schnell mit dem Herrn da hochgefahren. Eine Person durfte mit, um den Honig zu testen. Welcome to Sama, Ölfield, okay, im Ölland. So, da vorne treffen wir auf eine Oase. Mal schauen, was da gibt. Also das passiert, wenn man hier Gas findet. Dann ist alles voller Leitungen. Das ist vermutlich nur ein kleines Beispiel. So, wir machen mal kurz Pause hier beim Firma Hydrocarbon Finder. Ja, das ist unglaublich. Der Mann ist jetzt eine Viertelstunde war er weg und hat uns extrem viel gebracht. Unter anderem das Mittagessen. Hey, jeder hat so ein Paket Lunch gekriegt. Es ist Wahnsinn, was wir erleben. Und jetzt gibt es noch Trinkwasser in Hülle und Fülle. Wow, super. Also das ist unglaublich, was man so in diesen arabischen Ländern erlebt. Wir fahren jetzt weiter. Das ist so die Gasstation. Ja, so sieht denn das aus. He? Die geht sogar über die Düne, diese Gasleitung. Da drüben hat es überall, wird das Gas irgendwie vom Boden gesammelt. So, wir fahren einem Bohrturm ausnahmsweise mal vorbei. Mal kein Gas, sondern Erdöl vermutlich. So, wir haben bei einer Kreuzung die Hauptpiste verlassen, sind jetzt auf eine Nebenpiste unterwegs. Die sieht so aus, ist nicht ganz so befahrbar wie die Hauptpiste, aber ja. Schnell an für Wasser. Ja,
Ja, das war jetzt geil. Wir mussten von einer Piste zur anderen, weil die andere ins Leere verläuft, rüber irgendwie einen Weg suchen und haben jetzt die Piste da gefunden. Ein Fuchs, er ist am Rennen und tschüss. So, das ist jetzt unsere neue Piste, Abenteuerpiste. Und ja, die führt auch wieder hinaus. Und da sieht man dann halt Tiere, weil hier kaum eine durchfährt. Ja, weil die Piste kaum befahren ist, kann ich hier gute 50 fahren, weil es hat keine Wellen. Ein bisschen weich, Sand, aber nicht schlimm. Geht super. Das ist so eine geile Piste. Richtig gerade, kein Waschdreck, gar nichts, perfekt. Hey. So, da kommt das Dünchen, ein kleines Dünchen, geht aber wunderbar. Wieder eine Abzweigung und jetzt müssen wir uns irgendwie durchschlagen durch eine Piste, die kaum befahrbar ist. Martin und Marietta sind hier gerade noch am Ankommen auf unserem heutigen Schlafplatz. Da staubt's. Da ist auch ein bisschen tiefer hier. Wir haben wieder übernächtigt und jetzt geht es weiter auf einer sehr selten befahrenen Piste und die ist ziemlich mit Sand bedeckt, aber wunderschöne Landschaft hier. So, wir stehen jetzt hier vor großen Dünen, das ist auch der Grund, warum die Piste nicht so viel befahrbar war und jetzt müssen wir auch eine Alternative suchen. Es gibt da bereits Spuren, denen folgen wir jetzt mal der Düne entlang und dann hoffen wir, dass es da hinten rüber geht. Sonst neuer Weg suchen. So ist das halt.
Ja, es bleibt spannend. Ich bin schnell ein bisschen abgelaufen. Da gibt's eine Spur, die umfährt eigentlich die Dünen mehr oder weniger und dann vielleicht noch eine überfahren. Und dann sind wir auf der anderen Seite. Ich habe jetzt mein Druckalblassystem hier. Sieht man's? Ja, genau. Jetzt habe ich mal abgelassen. Vorne 2, hinten 2,5. Ich kann das hier von der Kabine machen. Habe ich extra eingebaut, weil ich eine faule Socke bin. Und so kann ich das während der Fahrt machen. Dritter Gang Untersetzung, habe ich gehört. Erstmal Anlauf nehmen. Also erst geht's mal zurück. So, der René probiert's durch diesen weichen Sand hier durch. Mit Schwung. Ist gut gegangen, aber ganz wenig Reifendruck. Der Markus probiert es ebenfalls. Jo. Oh, der sinkt schon ein, der braucht mehr Schwung. Da, ah, er gibt Gas. Gut! Und auch der Martin hat seinen Reifen dort abgelassen nochmal. Er ist natürlich viel schwerer als die anderen, dafür hat er die größeren Reifen. So, hier kommt die halbtote Hauptroute wieder. Es gab hier eine Verzweigung hier zur Hauptroute und da gibt es noch Spuren ganz links. Die fahren vermutlich hier diese Dünenumfahrung. Unser Weg führt uns jetzt weiter durch dieses Dünenfeld und wir haben halt als Anhaltspunkt nur diese paar Spuren hier. Es bleibt spannend, wir haben wieder ein paar Dünen umfahren müssen. Noch sind wir auf Kurs, bis zur Hauptpiste sind es noch etwa 12, 13 Kilometer. Das ist jetzt mal eine interessante Landschaft, weil hier hat Sanddünen und wo wir fahren auf der Piste, da ist vermutlich bei Regen auch Wasser. Schöne Strecke sieht jetzt hier leider gar nicht gut aus, weil hier ist alles voll Sand. Praktisch Straße weg. Tja, und tatsächlich wäre unsere Strecke durch die Wüste schon fast zu Ende. Aber jetzt haben wir hier dieses Sandhindernis. Thank you.
So, jetzt sind sie nur noch 10 Kilometer bis zur Hauptpiste und wir haben schon, weiß nicht, 3, 4 Überwindungen geschafft. Und jetzt hoffentlich, ja, vielleicht noch eine oder zwei, werden wir sehen. Tja, hier sind wieder Verwehungen und Sand ziemlich hoch, müssen wir uns erst anschauen. Ja, nun, da müsste man nun durch. Hier, also hier gibt es eine ganz kritische Zone, ganz tiefen Sand und jetzt versuchen wir mal da irgendwie durchzukommen, auch zu umfahren. Ach du Scheiße, da schwankt die Kiste. Uiuiuiui. Geht's gut? Boah. Das ist sehr Dünenhopping hier. Unglaublich. Das sieht aus, wie die schwankt. Ja, krass. Mei, oh mei. Einfach durch. Augen zu und durch ist das Motto. Irgendwie. Krass. Also, der hat sich jetzt festgefahren. Mit der Schaufel. Geht auch mit die Hände. Freigrab. So, ein paar Tipps noch holen, wie man das nun fährt. Ah, bitte. Oh, wie? Noch 5 Meter. Nicht den Hang wieder runter, aber bis zum Anfang vom Hang. Ja, fahr nur, ist gut. Gut. Fahre. Stopp. Go. Gas durch. Go. Voll durchfahren. Go. Sehr schön, super. Ja, super! Mit genug Schwung. Weiter! So, wie hat der Martin gesagt, jetzt gehen wir ein bisschen Sand surfen. Mal schauen, wie er denn das so macht. Schaut ja geil aus, hä? Juhu! Juhu! Ja, der hat Spaß, hä? Grüßen, oder? Tja, nun hat's hier Sand, wohin das Auge schaut. Wir sind auch abgelaufen, aber hier ist fertig. 3 Kilometer bevor wir die Hauptpiste erreicht hätten.
Es sieht so aus, als ob wir umdrehen müssten. So, 3 Kilometer vor dem Ziel. Ein riesen Dünenmeer, unmöglich das zu überwinden. Erste Teil vielleicht noch, aber nachher kommen richtig deftige. Ja, heißt umkehren. Geht nicht anders. Vernunft siegt über den Willen. Und jetzt hat uns doch wieder irgendwie die Technik ausgebremst, denn der Martin hat mit seinem LKW wieder einen Platten, diesmal der linke Reifen, den hat es richtig zerschlissen. Vielleicht hat er den Reifendruck nicht ausgehalten, vermutlich. Also stellen wir jetzt hier und möglicherweise gibt es noch einen zweiten Ersatzreifen. Der wird gerade abgebaut. So, der neue Reifen muss drauf. Ganz schöne Quälerei. Das ist eigentlich schon gut, he? Und jetzt ja. Auf die linke und auf die rechte. Jetzt müssen wir da gut. Nein, die Aussparung. Das ist die Marietta, die ist nämlich die Frau von Martin und die ist hier voll bewaffnet und macht Assistenz, stimmt's? Ja, ja. Du bist ja schon voll eingearbeitet, oder? Genau, ja, mittlerweile. Ja, ziemlich viel geübt, leider. Die zwei warten brav, weil wir in den Dünen rangieren müssen, um weiterzufahren. Und immer wieder den Reifendruck anpassen an die Gegebenheiten. Gestern Nacht noch Weichen gefahren in der Dunkelheit, um einfach ein bisschen lang gewinnen in dieser super Strecke. Jetzt kommt noch die letzte Dünenfahrt, muss nicht sein, aber darf sein. Da gehe ich jetzt durch. Easy. Voilà.
zurück zur Gasstation und da können wir unseren Abfall entsorgen. Dann sind wir wieder gleich weit, wie wir vor anderthalb Tagen waren. War ein schöner Ausflug. So, wir haben noch 150 Kilometer vermutlich Piste vor uns und hier die schönen Berge, Flachberge. Die Dünenzeit ist vorbei, jetzt fahren wir auf diesem Naturbeton. Manchmal ist es so gut, dass ich 60 fahren kann und dann ist er wieder so steinig. Dann muss man wieder ganz langsam fahren. Seht ihr das da hinten? Hä? Hier könnte man manchen Politiker ins Exil schicken und denn hier kann er die Umwelt viel mehr retten, als er das bei uns kann, oder? Nach über 500 Kilometer Pistenfahrt liebt man diese Teerstraßen, ich sag's euch. Und sie kommt früher, viel früher als erwartet, etwa 60 Kilometer früher. Ja, wir bequeren hier weiße, braune Sanddünen. Die sind jetzt nicht mehr rot, sondern eben weiß. Ja, und sogar unten fast wie Schnee, aber das ist Salz. Also echt wie Schnee, diese Straßen, hey. Ja, wir fahren in diese endlose Weite hinein in den Sonnenuntergang Richtung Salala. Also manchmal geht's dann halt nicht weiter, aber das ist ja genau das Abenteuer. Wenn man immer alles zuvor weiß, dann macht's ja keinen Spaß. Und da war zwar eine Route drauf auf meiner Maps-Out-Karte, aber halt die ist nicht mehr gültig, weil die Dünen halt zugeschlagen haben und das Ganze war so groß und so riesig, das hätte nichts gebracht. Also mussten wir umdrehen. Nicht schlimm, denn ja, es gibt noch viele Abenteuer, die da auf mich zukommen und da habe ich noch genügend Zeit, um ja weiter vorwärts zu kommen. Also, super, warte dabei, wie immer Daumen hoch und danke für jede Empfehlungen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auch wenn das nicht ein Happy End war, aber ja, schlussendlich sind wir alle wieder heil rausgekommen und das zählt doch. Okay, also bis später und tschüss.